Der Bachzeit sieht man nicht alle Tage. Wir haben zwar keine Originalhörner der Barockzeit mit, aber deren in handwerklicher Arbeit hergestellte Kopien. Zugrunde liegt ein Instrument aus Wien von 1760, das sich im Besitz des Mährischen Nationalmuseums in Brno befindet, wo ja die meisten Orchestermusiker herkommen. Das Horn der Bachzeit hat keine Ventile und funktioniert also nur mit der sogenannten Naturtonreihe. Unten gibt es einen Grundton in der Tiefe, darauf folgt ein physikalisches Gebäude von Intervallen, also Tonzwischenräumen, Oktave, Quinte, Quarte. Dann gibt es tatsächlich einen Dreiklang und im oberen Bereich sowas Ähnliches wie eine Tonleiter. Leider nur so ähnlich und ein wenig schief. Deswegen, wie ein historischer Trompeter vor 200 Jahren geschrieben hat, kommen wir der Natur mit der Kunst zu Hilfe und verstecken die Hand im Schalltrichter und haben somit ein wenig Intonationskorrekturmöglichkeit. Allerdings ist diese Handhabung des Hornes im wahrsten Sinne des Wortes erst nach der Bachzeit Usus geworden. Es entsteht dadurch ein weicher Klang, der Klassik mehr entspricht als dem Barock. Deswegen haben wir uns entschlossen, zum Schluss des Brandenburgischen Konzertes in einem Trio, wo nur Oboen und Hörner spielen, dann die historisch authentische Variante des Hornblasens einziehen zu lassen und dann ist der heilige Hubertus ganz unter uns. Allerdings müssen Sie dann auf ganz reine Intonation verzichten. So viel zum Horn. Nun haben wir noch ein Violino Piccolo unter uns. Unser Konzertmeister Karel Mitasch spielt Violino Piccolo. Es ist also eine kleinere Geige, und sie ist auch höher gestimmt. Zwei Töne höher sind alle Saiten gestimmt. Das bringt zwei klangliche Unterschiede mit sich. Erstens klingt die Geige kleiner, heller, spitzer und ist deswegen aus dem normalen Streichensemble manchmal herausgenommen. Zweitens spielt sie, um mit uns zusammen spielen zu können, in einer anderen Tonart. Der Konzertmeister spielt also gleichzeitig auf seiner Geige D-Dur, während wir anderen F-Dur spielen. Das bringt auf der Geige auch einen anderen Klangcharakter nach sich. Wir wünschen Ihnen offene Ohren für diese kleinen Feinheiten und viel Vergnügen beim ersten Brandenburgischen Konzert. Applaus